In Geislingen entsteht in den nächsten 12 Monaten ein deutschlandweit einmaliges DRK-Landesmuseum. Alle Rotkreuzkreisverbände in Baden-Württemberg und der Landesverband selbst investieren hier in eine einzigartige Ausstellung. Zurzeit sind die zukünftigen Museumsräume allerdings noch eine Baustelle. Auf der soll es aber zügig vorangehen. Der Zeitplan ist relativ ambitioniert. Wir sind jetzt gerade in der Abbruchphase. Da wird sich unmittelbar natürlich der Neuaufbau anschließen. Und Ziel ist, das ganze Museum im Oktober 2013 in Betrieb zu nehmen. Dann sollen die Besucher hier Ausstellungsstücke aus der 150-jährigen Geschichte des Roten Kreuzes zu sehen bekommen. Die Exponate lagern momentan noch verborgen im Keller des Gebäudes. Unzählige Unterlagen, Modelle, Orden und vieles mehr wurden hier von einer einzelnen Person zusammengetragen. Herr Rolf Ellinger, ein ehemaliger aktiver Mitarbeiter im Roten Kreuz, hat vor vielen Jahren schon begonnen, Exponate zu sammeln. Und dann, nachdem er hier in dieses Haus eingezogen ist, hat man ihm auch einen Raum zur Verfügung gestellt, im Keller unten, wo er seine Exponate auch zur Ausstellung brachte. Und letzten Endes hat sich das immer weiterentwickelt und mittlerweile haben wir eben so viel Material und Exponate, dass man das auch einer breiten Öffentlichkeit zugänglich machen möchte und das eben auch entsprechend repräsentativ gestalten möchte. Nicht so, wie es jetzt ist, im Keller, sondern eben in entsprechenden Räumlichkeiten. Hier können die Besucher dann auch historische Ausrüstungsgegenstände sehen. Die Interessierten erfahren so, wie das DRK früher gearbeitet hat. Einige dieser Ausstellungsstücke sind außerhalb von Geislingen fast nirgendwo mehr zu finden. Also wir haben sehr viel Unikate, muss man sagen, mit historischem Wert. Das wurde uns auch bescheinigt von Landesstellen des Museumswesens. Also wir haben sehr viele Exponate, die es nur einmal gibt hier in Geislingen. Und das war natürlich auch mit der Grund, natürlich, dieses Landesmuseum auch hier im Prinzip zu implementieren. Neben der Dauerausstellung soll es im neuen DRK-Landesmuseum auch immer wieder Wechselausstellungen zu unterschiedlichen Themen geben. So umfassend wie das geplante Museum ist, so breit ist auch das Publikum, das damit angesprochen wird. Zum einen mal ist natürlich Fachpublikum, das heißt Rotkreuzler aus aller Welt. Das ist ja heute schon so, dass wir auch aus dem Ausland tatsächlich Besuche bekommen. Werden wir hoffentlich dann natürlich noch mehr bekommen, wenn das den Status des Landesmuseums hat. Und zum anderen sind es natürlich auch interessierte Bevölkerungsgruppen. Wir wollen uns auch speziell an Schüler und Kindergartenkinder bereits richten, um auch die mit dem Gedankengut des Roten Kreuzes vertraut zu machen und die so ein bisschen an die Rotkreuzarbeit auch heranzuführen. Wenn alles nach Plan läuft, kann es damit im Oktober 2013 losgehen. Denn dann öffnet das Landesmuseum zum ersten Mal die Türen und wird die Geschichte des DRK in einer deutschlandweit einmaligen Form präsentieren.